Vor nicht allzu langer Zeit hat Rocket seine Reihe an Gaming-Headsets um einen weiteren Kandidaten erweitert. Und zwar um das Rocket Ranger. Mit knapp 50 Euro gehört es noch zum Einsteigerbereich. Was ihr für euer Geld bekommt, erfahrt ihr in diesem Video. Bei dem Rocket Ranger handelt es sich um ein relativ schlichtes Headset ohne viel Schnickschnack. Die Hörer sind ohrumschließend und in offener Bauweise. Angeschlossen wird es über zwei herkömmliche Klinkenstecker. Einer für den Kopfhörer und einer für das Mikrofon. Rocket wirbt damit, dass dieses Headset als besonderes Feature neben dem PC auch an eurer PS4, Xbox One oder eurem Smartphone betrieben werden kann. Das wird einfach durch den mitgelieferten Adapter erreicht. Dabei handelt es sich um einen einfachen Y-Stecker, der die beiden Klinkenstecker zusammenlegt auf eine dreipolige Klinke. Diese könnt ihr dann direkt an euren Controller, euer Handy oder an die Combo-Buchse moderner Laptops anschließen und sowohl den Kopfhörer als auch das Mikrofon gleichzeitig benutzen. Ein weiteres Feature dieses Headsets ist die Kabelsteuerung. Einige Konkurrenten verzichten zwar drauf, aber ich bin auf der anderen Seite ein Intensivnutzer und möchte kein Headset mehr ohne haben. An dieser könnt ihr dann die Lautstärke einstellen oder euer Mikrofon muten. Die Größe wird bei diesem Headset nicht fest eingestellt. Stattdessen gibt es unterhalb des Bügels ein elastisches Kopfband. Das passt sich an jede beliebige Kopfform und Größe an und sitzt auch über längere Zeiträume sehr bequem. Dafür sorgen unter anderem die Lüftungsschlitze, sodass eure Ohren auch bei intensiven Zock-Sessions nicht ins Schwitzen kommen. Diese Konstruktion hat außerdem noch einen weiteren Effekt. Durch die so erreichte offene Bauweise könnt ihr trotz eures Headsets eure Umgebung fast uneingeschränkt wahrnehmen. Der Dämpfungseffekt des Headsets ist also entsprechend minimal. Ich empfinde es als praktisch, andere hingegen könnte das durchaus stören. Vom Sound her empfinde ich das Headset als sehr angenehm. Es klingt alles in allem sehr voll und ausgewogen, jedoch mit einer kräftigen Prise Extrabass, wie es viele gerne mögen. Für mich hätte es auch ein bisschen weniger getan, störend ist der wuchtige Bass auf der anderen Seite aber nicht. Kommen wir nun zu dem Mikrofon. Das Mikro ist an der Seite fest verbaut und kann bei Bedarf hoch oder runter geklappt werden. Zudem ist es zu den Seiten hin flexibel biegsam, sodass ihr die endgültige Position noch feintunen könnt. In Sachen Sound, hört einfach mal selbst rein. Soundtechnisch ist das Mikrofon für mich eine echte Überraschung. Bei den meisten Headsets wird Wert auf gute Sprachverständlichkeit gelegt. Das bedeutet aber nicht immer, dass die Stimme auch voll und natürlich klingt. Anders beim Ranger. Hier klingt das Mikrofon so gut wie bei kaum einem anderen Gaming-Headset, das ich bisher ausprobieren konnte. Es stellt insbesondere in Fülle und Klarheit die meiste Konkurrenz in den Schatten. Allerdings haben viele Details und Klarheit bei Aufnahmen immer ihren Preis. In diesem Fall ist es nämlich so, dass das Mikrofon relativ empfindlich für Nebengeräusche ist. Wenn ihr ein bisschen mehr tippt, kann es also sein, dass man das durchaus in der Aufnahme hören kann. Allerdings ist das nicht so störend wie bei vielen anderen Mikrofonen. Auf der anderen Seite hört sich dieses Mikrofon nämlich mit ein bisschen Nachbearbeitung wirklich sehr hervorragend an und ist deshalb auch meiner Meinung nach durchaus für den ein oder anderen Streamer oder Let's Player interessant, der nicht unbedingt so ein großes Mikrofon vor sich stehen haben möchte. Abschließend kann ich also nur für mich sagen, das Ranger hat mein altes MMX2 von Beyer Dynamic abgelöst. Der Klang ist hervorragend und das Mikrofon sucht in dem Preisbereich unter Headsets seinesgleichen. Wenn ihr euch für dieses Headset interessiert, ist der wichtigste Punkt, den es noch zu bedenken gibt, wie das mit der Umgebung aussieht. Sprich, wenn ihr eure Umgebung gerne hören wollt, dann ist es durchaus okay. Möchtet ihr eher abgeschirmt sein, dann ist das Headset wahrscheinlich eher nichts für euch. Was bevorzugt ihr? Bekommt ihr lieber mit, was um euch herum passiert, oder möchtet ihr voll in das Game einsteigen und nichts mehr von der Umwelt mitbekommen? Das war's zu diesem Headset von mir und ich hoffe, ich konnte euch weiterhelfen. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal.